Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Teil 1. Und wir sind ja jetzt hier gelandet und haben die Aufgabe, den Sender zu finden. Oh mein Gott, das sieht alles sehr gewöhnungsbedürftig aus. Verdammt! Gut, dass diese Dinger zur kleinen Zielübung gut sind. Drücken Sie Q, um Ihre Waffen zu schultern. Ich will die nicht schultern. Gut. Oh Gott, was war hier los? Caden und... Riecht nach Rauch und Tod. Richard. Caden und Jenkins. Oh Gott, was ist hier geschehen? Ruhe, Leute. Haltet Ausschau. Sie sind eine Stufe aufgestiegen. Drücken Sie nach einem Stufenaufstieg U, um den Squad-Bildschirm aufzurufen und die Fähigkeiten Ihres Squads zu verbessern. Klicken Sie auf ein Talent, um Punkte zuzuweisen und es zu verbessern. Bewegen Sie die Maus über das Talent und um weitere Informationen darüber zu erhalten. Wählen Sie jedes Squad-Mitglied aus, um dessen Punkte zuzuweisen. Oh mein Gott. Schildboost. Selbst unter Beschuss werden Teile des Schildes wiederhergestellt. Okay, so, hier stehen aber Punkte 0 und Caden hat auch Punkte 0. Und unser dritter Mann scheint tot zu sein, denn er wird nicht mehr angezeigt. Schildboost. Ja, ich kann hier leider nur nichts machen. Weder Plus noch Minus. Das liegt aber wahrscheinlich an dem Punkt. Gut. Wo ist unser Kollege? Hier. Richard! Oh, shit. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Oh, Mann. Ja, wir können ihm nicht helfen. Ist schon klar, er ist ja schon tot. Vergessen Sie ihn auf keinen Fall. Er verdient ein Begräbnis. Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Aber jetzt brauche ich Ihre volle Konzentration. Jawohl, Sir. So, dann mal weiter, Caden. Und immer schön vorsichtig. Nochmal ein paar Zielübungen machen. Oh. Drücken Sie linke Strong-Taste. Ja, super. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Die können mir doch keine Tipps geben, wenn ich mitten in einem Gefecht bin. So, was haben wir hier? Ein Upgrade-Kit. Wir nutzen mit Sicherheit E. Rüstungsupdate. Schildbatterie. Alles nehmen. Okay. So, wir sprechen nochmal mit ihm. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Ja, davon gehe ich auch aus. Oh, da sind wieder welche. Ein paar Zielübungen. Ich habe auch bisher noch nicht nachgeladen. Oh, 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 oh. Verdünnisiert sich, ich glaub's ja wohl nicht. Okay, bisher sieht es ganz gut aus. Oh!
Der Caden sieht schon wieder leicht ramponiert aus irgendwie. Wenn die Lebensskala wirklich das Rote ist. Was? Was? Ich hab was gehört. Upgrade Kit ist da unten. Okay. Komm, Mädel, lauf, du schaffst das. Super. Was machen die da? Ach, du grüne Kacke. So, da unten ist sie. Wir müssen ihr helfen. Gut, überhitzt oder was ist das für ein Zeichen? Jo. Danke für die Hilfe, Commander. Ach, das war's schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Mensch, Ashley, alles nur für dich. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Ich stelle die Fragen. Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Auweia. Wo ist Ihre Einheit? Was ist mit dem Rest Ihres Squads passiert? Wir versuchten, kehrt zu machen und zum Sender zurückzugehen. Aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als Einziger übrig. Okay, kannst nichts dafür. Machen Sie sich keine Vorwürfe, Williams. Sie hätten nichts tun können, um Sie zu retten. Jawohl, Sir. Wir hielten unsere Stellung, solange es ging. Bis die Geth uns überwältigten. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Okay, Ashley, schließen Sie sich uns an. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Alles klar. Los geht's. Wunderbar, erhaltene Gegenstände. Pistole, Striker, Munitionsupgrade, panzerbrechend. Wir nehmen alles. Drücken Sie I oder L, um den Ausrüstungsbildschirm zu öffnen, wo Sie Waffen, Rüstungen und andere Gegenstände Ihres Squads wechseln und modifizieren können. Öffnen Sie nun den Ausrüstungsbildschirm mit I. Rüsten Sie die Pistole, die Sie von Ashley erhalten haben, aus, indem Sie auf das Pistolensymbol klicken. Da ist es. Doppelklicken Sie auf die Waffe, um sie auszurüsten. Klicken Sie dann auf den Munitions-Upgrade-Slot, um Ihre Munition zu installieren. Der Munitions-Upgrade-Slot befindet sich über dem Schadensbalken im Abschnitt ausgerüsteter Gegenstand. Meine Güte, ist das eine Menge Input hier gleich zum Anfang des Spiels. Doppelklick, Doppelklick, Munition, Munition, Munition. Ja. Schaden. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade blind. Jede Waffe hat wenigstens eine Waffe mit einem Munitions-Upgrade-Slot. Klicken Sie auf das Waffensymbol, um Waffen-Upgrades für diese Waffe zuzugreifen. Über das Kugelsymbol erhalten Sie Zugriff auf den Munitions-Upgrade. Ja, aha, hier ist die Munition. Doppelklick, sorry. Ah! Ausrüsten. So, jetzt haben wir es. Wir haben sie jetzt ausgerüstet. Wunderbar. Gut. Dann kurzer Smalltalk mit Ashley. Wir hielten diese Welt für sicher, bis die Geth auftauchten. Und Caden. Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. Okay. Auf geht's. Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Aber hier war doch noch so ein Upgrade, genau so eine Kiste. Leicht, Mensch, Skorpion. Aha.
Weiß jetzt nicht, was das war. Aber ich denke mal, im Verlaufe der ersten paar Teile werden wir noch einiges kennenlernen. Drücken Sie linke Strong-Taste, um sich zu ducken, aufzustehen. Jawohl. Die Waffe gefällt mir so langsam. Oh, 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 oh. Was ist das? Autsch. Aha. Hm? Gut, wir sind bei der Ausgrabungsstätte. Schrotflinte. Pistole. Stufenaufstieg. Und wir haben immer noch keine Punkte. Adrenalinschub. Das haben wir schon mal bekommen. Wunderbar. Gut. Opfer aufzuspießen, statt sie zu erschießen. Dafür muss es einen Grund geben. Klassische oh, ja. Psychologische Kriegsführung. Sie setzen Terror als Waffe ein. So, wir sind da. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Ja, was ist mit Überlebenden? Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Und F6 war Schnellspeichern. Wie gut, dass man ja vorlesen kann. Also es ist wirklich nicht leicht zu Let's Playen, Freunde. Das müsst ihr mir glauben, durch diese ganzen Dialoge hier, die überraschenderweise auch spontan auftauchen. Ja, jeder Let's Player fühlt sich so ein bisschen auf die Lippen gebissen. Wir gehen mal hoch hier ins Lager, um nach Überlebenden zu suchen. Mal gucken. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Ja, dann sollten wir echt aufpassen. Man weiß ja nie. Oh mein Gott, was ist das? Gott, Sie leben noch! Was? Was haben die Geth Ihnen angetan? Sind das die Gefangenen? Effektiv. Diese Waffe. Nähern Sie sich einem Squad-Mitglied und drücken Sie E, um kurze Kommentare zu aktuellen Situationen zu hören. Ja, das ist mir schon, ne? Früher war es wunderschön hier. Ja. Wir sollten weiter, Commander. Ja, mir wurde ja aufgetragen, mit euch zu kommunizieren. Also ich weiß auch nicht, was das hier soll. Ja, und das mache ich ja nur eigentlich auch. Hm? Aha. Die Tür. Sie ist verschlossen. Okay. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Mit den Bewegungstasten WAD und S können Sie zum Zentralkern vorrücken. Ah ja, das ist jetzt manuelle Überbrückung. Ach, du ahnst es nicht. Was soll ich denn hier machen, bitteschön? Ah! Gescheitert. Ja. Wie soll man denn da durchkommen? Hallo? Hä? Zeit vorbei. Na dann nochmal.
Jawohl, geschafft. Mit Hilfe des Universalgels können Sie auch komplizierte Schlösser öffnen. Sie erhalten Universalgel von besiegten Gegnern als Questbelohnung, als aus Containern und so weiter und so fort. Gut. Das ist was für Schnellleser gewesen. Wir gehen jetzt hier mal rein. Deckung. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen! Nein, Sie sind jetzt in Sicherheit. Haben Sie keine Angst. Wir werden Sie beschützen. Danke. Aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Es sieht aus, als wären alle weg. Sie sind Dr. Warren. Sie leiten hier die Ausgrabung. Wissen Sie, was mit dem Sender passiert ist? Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Okay. Der Angriff. Darüber muss ich noch was wissen. Was können Sie mir sonst noch über den Angriff sagen? Alles ging so schnell. In einer Sekunde sammelten wir unsere Ausrüstung zusammen. In der nächsten versteckten wir uns in dem Schuppen, weil die Geth das Camp gestürmt hatten. Handlanger der Zerstörer, Bringer der Finsternis, Boten unseres Untergangs. Wir konnten die Schlacht draußen hören. Schusswechsel, Schreie. Ich dachte, es würde nie enden. Dann herrschte plötzlich Stille. Wir saßen einfach nur da, zu verängstigt, um uns zu bewegen, bis sie kamen. Okay. Nihlis? Das ist doch der Typ da, oder nicht? Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Nihlis war vor dem Angriff bei uns auf der Normandy. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Okay. Sender. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube auch. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Gut. Dr. Warren, haben wir gesprochen? Oder hat sie uns noch was zu sagen? Ja, was kann ich für Sie tun? Nein. Wir machen uns lieber auf den Weg. Genau. Viel Glück, Commander. Alles klar. Glück wird Sie nicht retten. Riecht nach Rauch und Tod. Okay, dann werden wir hier mal wieder eine kleine Pause machen. Die Zeit ist auch schon wieder um. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.